Das ist mir die erste Reihe. Zuverlässig wirklich. Und eigentlich ein ganz witziger Titel. Ich weiß nicht, wieso ich da so lange schon nicht gesungen habe. Wer weiß, was Löwengold ist? Ja, eigentlich Löwenschisse. Und ich bin bis heute perplex, dass wir das unsere Plattenfirma verkauft haben und die ein Album, das Löwenschisse heisst, veröffentlicht haben. Aber es ist ein ganz toller Song, weil eigentlich geht es um die Nachricht. Alles Gute kommt von oben. Da ist Löwengold. Und ich kann mir so fast den ganzen Text dafür merken. Krass. Jetzt brauche ich aber einen Schluck Wasser. Ihr habt alle etwas zu trinken? Es gibt in der, by the way, nur zum Verständnis, falls ich so nach 45 Minuten schon abhaue, es gibt heute eine Pause, da komme ich aber zu euch, da könnt ihr alle noch ein Getränk holen, aber wir sind noch lange nicht so weit. He? Das war erst das Warm-up und der Vincent kommt dann nachher. Nein, 2023, das letzte Jahr, ist für mich auf der einen Seite
das krasseste, das intensivste und auch das stressigste Jahr gewesen, das ich jemals hatte, aber gleichzeitig auch das, was am meisten passiert ist. Es ist unglaublich. Zwei ganz, ganz grosse Sachen haben wir begleitet. Und das eine ist natürlich da der griechische Song, Uso, kennt ihr? Ja, das spiele ich jetzt nicht. Nachher, das ist ja ein Ab. Also, da trinken wir ja erst nach dem Essen, von dem her. Halten wir uns da auf. Und, hat jemand von euch bei RTL die Verräter geschaut? Ein paar? Hey, das ist eine Sache gewesen. Für alle, die jetzt keine Ahnung haben, was das für eine Show war, das war eine Game-Show gewesen, um es kurz zusammenzufassen. Ich bin früher, als ich gleich war, auch auf den Jubla-Lager Jungbach Blau Ring gewesen. Dort haben wir so Werwölfe gespielt. Also, das Spiel in einem RTL-TV-Format. Und das war so intensiv gewesen, weil wir einfach zwei Wochen lang weggesperrt sind. Handy weg, du übernachtest dort, du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Und ein französisches Schloss mit 15 anderen wildfremden Promis aus Deutschland. Was für einen schön klingt, ist der Horror in Wahrheit. Nein, Spaß. Es war mega cool gewesen, wir haben die Sache gewonnen mit Anna Karina, aber ich habe gleich über die ganze Gespanntheit, weil es ist ja wirklich auch irgendwie so ein kleines Sozialexperiment gewesen, einen Song geschrieben, wo die beiden sich da eigentlich zeigt. Und das Song würde ich euch jetzt gerne vorsingen. Da ist das Märchenschloss der Lügen. Ein Märchenschloss der Lügen. Jetzt sind wir vorm Auftritt.